Mahlzeit. Wir spielen weiter Hogwarts Legacy auf der Nintendo Switch. In der letzten Episode haben wir Hogsmeade besucht, haben gegen einen Troll gekämpft, haben das Dorf wieder repariert, haben ein Butterbier getrunken und sind jetzt wieder zurück in Hogwarts in dem Astronomieturm, da wo das Haus Ravenclaw halt sitzt. Und wir sollen als nächstes zu Professor Fig in dem Spiel ist es so, dass wir ab und zu Eulenpost bekommen. Protego. Wenn quasi Nebencharaktere oder so ja neue Quests für uns haben oder so. Jetzt bin ich ein bisschen verwundert, warum das Zauberbuch uns hier keinen Weg weist. So, wir haben jetzt Professor Fig. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle haben Rüstungen getragen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte. Das hätte er geschafft, wenn Sirona und die Gäste im Drei Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Wenn Kobolde und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Renrock und Rookwood. Das ist auch sehr einfach zu merkende Namen. Sie wollen das Medaillon? Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt? Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung. Und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Brechen wir auf? Ich weiß Ihren Enthusiasmus zu schätzen. Und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hagrid arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in der Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hagrid sagen, dass Sie kommen. Gut. Melde dich bei Professor Hagrid. Ah, okay. Ging auch schnell. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor.
Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Ja, super. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Revelio. Okay, das haben wir schon. Was kann man mit dem hier machen? Er schließt sich uns vielleicht später. Okay, wahrscheinlich kommen wir hier auch erst später hin. Oder gar nicht. Na gut. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, du wüsstest etwas über einen Club? Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Das schmeichelt mir. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich mach mit. Duelle sind ein guter Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du eine Partnerin mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Na, aber hallo. Ja, ich trete an. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Das wirst okay, du sicher noch bereuen. Wir müssen zwei Runden gewinnen. So, durchbricht gelbe Schirme mit Kontrollzauber wie dem Levitationszauber Livioso. Zielanvisierung. R erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze R, um ein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Ja, genau, dieses Ziel oder allgemein das Kampfsystem, mit dem bin ich ja bisher noch nicht so warm geworden. Mal schauen. Protego! Na los! Protego! Ach, das war's mit meiner Wette. Descendo! Nun! Protego! Stufo! Adioso! Ich habe nicht gewettet.
Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Also da wir ja zwei Kämpfe gehen sollen, also können wir direkt den zweiten starten. Hallo Lucan, kann ich mit der Puppe üben? Hallo Lucan, steht die nächste Duellrunde schon fest? Hallo Lucan, steht die nächste Duellrunde schon fest? Aber natürlich, das wird ein äußerst spannendes Duell. Und, nächste Runde? Kann's kaum erwarten. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Mal sehen, wen wollen wir denn? Oh, lass mal ja, mit Nati. Ohne spielen. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Verzeihung im Voraus. Wie 2 gegen 3? Durchbricht violette Schilde mit Kraftzaubern wie dem Aufrufezauber Akio. Zielanvisierung erlaubt es, den Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Nutze bla, um ein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Stu! Levioso! Levioso! Protego! Stu! Stu! Also das mit mit dem Ziel angesehen muss man ein bisschen machen. Also ist das Super klappt inzwischen ganz gut. Nur nicht zurückschrecken. Protege! Stu! Kannst du doch besser! Levioso! Stu! Levioso! Stu! Das ist ja auch nicht wirklich was anderes, als immer die gleichen Tasten zu drücken. Ich wollte das so noch ein bisschen taktischer. Ich habe nur mein Bestes gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In kann der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Kann ich eigentlich meinen Basiszauber ändern? Also kann ich da auch stärkere Zauber für einstellen, quasi? Aber gut, jetzt haben wir die zwei Duelle schon mal gewonnen. Eine Runde Training im Zauberkombination mit Lucan. Ist das nicht Lucan? Hallo Lucan. Kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Levioso! Akio!
Ausgezeichnet! Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du ein furchterregender Gegner. Nice. Aufgabe erledigt. Ich hoffe, Mr. Rappleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ist hier vielleicht irgendwie eine Seite? Eine Buchseite? Okay, da brauchen wir den Schlossknackzauber. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Kann ich denn den Incendio dann als Basiszauber festlegen oder? Du hast genug Zauberstudie gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn in einen anderen Zauberspruch mit deinem anderen Zauberspruch austauschen. Ah ja, das beantwortet meine Frage. Gut gemacht. Üben Sie gerne im Klassenzimmer, bevor Sie gehen. Ich habe ein paar Ziele für Sie aufgestellt. Ah, da sind Sie ja. Hallo, Sir. Weird. Es wird Sie bestimmt freuen, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun, fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, genau wie Ihr Schüler. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro. 5 Minuten. Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Der scheint ja einen ziemlichen Stock im Arsch zu haben. Okay, was machen wir als nächstes? Sprich mit Sebastian. Ah ja, der wollte doch sowieso in die Bibliothek. Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Aber war der nicht bei den Duellen? Ist das nicht voll weit weg? Sebastian, da bist du. Ich hatte gehofft, dich zu sehen.
Nach dem Trollangriff sah ich in den drei Besen die Konfrontation mit Rookwood und Harlow. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Er arbeitet wohl mit Ranrock zusammen. Und der will was, das ich bei Gringotts gefunden habe. Ranrock? Wann warst du denn bei Gringotts? Professor Fick und ich landeten dort nach dem Drachenangriff. Ziemlich gute Geschichte. Fick hatte diesen Portschlüssel. Portschlüssel? Nach Gringotts? Ich verstehe gar nichts. Ich komme selbst kaum mit und ich war dabei. Jedenfalls haben wir in einem alten Verlies eine Karte gefunden. Sie führt zur verbotenen Abteilung. Das ist nicht dein Ernst. Mein voller Ernst. Professor Fick bestand darauf, dass ich niemandem davon erzähle. Ich habe wahrscheinlich schon zu viel gesagt. Verstehe. Dein Geheimnis ist bei mir sicher, was es auch ist. Danke, Sebastian. Du sagtest, man müsse schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was ist, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen. Muss ich mir Sorgen wegen der Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Okay, es klingt ja... Danke, Sebastian. Bis später dann. Als würden wir den Unsichtbarkeitszauber brauchen. Da drüben. Das ist die Tür, zu der wir müssen. Und diese lästigen Vertrauensschüler würden uns nur zu gerne bei Scribner verpetzen. Sie dürfen uns also nicht sehen. Verstanden? Das kriegen wir hin. Na los. Ein Moment. Es gibt da einen Zauberspruch, den du kennen solltest. Den Desillusionierungszauber. Gut, um an verbotene Orte zu kommen. Sprich ihn und du wirst als kaum mehr als ein Lichtspiel erscheinen. Jedenfalls, solange du auf Abstand bleibst und still bist. Du meinst, ich kann mich echt unsichtbar machen? So in etwa. Ist nicht so narrensicher wie ein Tarnumhang, aber die sind teuer und Zaubersprüche, die sind gratis. Probier ihn doch mal. Ah, okay. Die werden ja immer komplexer. Aber den können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ist das der hier? Ne, das ist Lumos. Dann der hier bestimmt. Genau, Desillusionierung. Lässt sich mit deiner Umgebung eins werden, wodurch du für andere schwerer wahrzunehmen bist. Perfekt, um herumzuschleichen oder sich Gegnern unentdeckt zu nähern. Um Petrificus Totalus wirken zu können. Nutze Desillusionierung, um in verbotenen Bereich nicht entdeckt zu werden. Nahe Gegner spüren und untersuchen verdächtiges Verhalten. Wenn du von Autoritätspersonen gefangen wirst, hast du diesem Auftrag versagt.
einen Personen sind wir schon mal vorbeigekommen. Na, das war ja gar nicht schwer. Mist! Die Bibliothekarin ist noch da. Schnell, hinters Regal. Ich werde leiser sein als ein Jobbernoll. Mist! Sollte die Bibliothekarin nicht längst weg sein? Ich sagte normalerweise, aber das macht nichts. Siehst du ihren Tisch hinter mir? Der Schlüssel ist in der Schublade des Schreibtischs. Also, folgender Plan. Ich locke sie mit einer Ablenkung weg. Du schnappst dir den Schlüssel. Ich treffe dich dann vor der verbotenen Abteilung. Du sorgst für Ablenkung, ich hole den Schlüssel. Verstanden? Ich sagte ja, ich bring dich rein. Und ich halte mein Wort. Vertrau mir. Schlüssel, hier ist er. Okay, das war easy. Ist da jemand? Sind Sie das, Peeves? Jetzt müssen wir nur irgendwie... Revelio! Ah, ich kann sogar... Während ich unsichtbar bin, kann ich Revelio machen. Okay, an die Truhen komme ich offenbar nicht. So, das Ziel sehen wir ja. Wir müssen nur gucken, dass wir da auch Revelio hinkommen, ohne entdeckt zu werden. Das war doch gar nicht so schwer. Jetzt muss ich das Buch finden. Ach, das ist verzaubert und sieht nur nützlich aus. Hat mich zweimal getäuscht. Beurteile ein Buch nie nach seinem Einband. Okay, ich kann hier drin keine Revelio machen. Geist, vorsichtig. Irgendwie muss ich sie doch wieder ablenken. Dachte ich. Die Luft ist jetzt rein. Wir müssen nicht mehr herumschleichen. Also, was suchst du eigentlich? Ich suche ein Heilmittel für meine Zwillingsschwester Anne, damit sie zurück nach Hogwarts kann. Weil bei Merlin alle anderen aufgegeben haben. Warum glaubst du, dass du in der verbotenen Abteilung ein Heilmittel findest? Gibt es im Krankenflügel nichts, das Anne helfen kann? Nein, wir haben alles probiert, von Schwester Blaney bis zum St. Mungo. Aber ich kann alleine suchen. Mach dir keine Gedanken. Konzentrieren wir uns auf das, was du suchst.
Und das wäre was, genau? Das finde ich noch heraus. Gib dich nicht so geheimnisvoll. Okay, mir erschließt sich nicht, warum ich manchmal Revelio machen kann und manchmal nicht. Revelio. Wen haben wir hier? Sebastian Cello und seine neue kleine Klette erkunden Orte, an denen sie nicht sein sollten. Ungezogen und bald aufgeflogen. Peeves, wag es. Das verrate ich, das verrate ich, das verrate ich. Ah, verfluchter Peeves. Ich muss ihn aufhalten oder mir wenigstens eine gute Ausrede überlegen. Warte, ich will nicht, dass du meinetwegen Ärger kriegst. Ich habe ein gutes Händchen mit den Lehrkräften, wenn es um Strafen geht. Außerdem, ich mag Freunde, die in meiner Schuld stehen. Jetzt geh. Viel Glück bei der Suche. Na gut, wo ist der verdammte Poltergeist hin? Ich weiß, mit welchem Zauber ich die Rüstung repariere. Okay, dann muss ich Reparo, glaube ich, erstmal wieder in mein Repertoire holen. Das war Akio. Das hier bestimmt. Reparo. Revelio. Oh, hier ist der Truhe. Das Gaunergewand. Natürlich. Spuren alter Magie. Dieser Raum muss doch etwas verbergen. Das war es. Revelio. Schottisches Gewand mit Pullover. Klingt auch geil. Trage ich dann so ein Kilt? Das gucke ich mir später mal an. Jetzt war es, glaube ich, wieder so ein Portal. Lumos! Revelio! Braune Molch Augenschutzbrille. Wo führt sie wohl hin? Revelio.
Ah, gibt's nichts zu sehen. Okay, Das ist jetzt schon... Lumos. Das erste Rätsel. Incendio! Ah, ich muss die Rune dort drüben erwecken. Das war ja klar. Da sind Wachen. Protego, Stufe. Stufe. Incendio. Okay, der Feuerzauber scheint. Scheint viel Schaden zu machen. Incendio! Deine Beherrschung der alten Magie nimmt zu, wenn du erfolgreich angreifst oder Schaden nimmst. Erfolgreiche Kombos aus 10 oder mehr Treffern erzeugen alte Magie-Verstärker. Sammle sie auf, um deine alte Magie-Anzeige zu füllen und einen kleinen Teil Gesundheit wiederherzustellen. Wenn mindestens eine Leiste deiner alten Magieanzeige voll ist, kannst du verheerende Angriffe alter Magie entfesseln, die massiven Schaden zufügen und Schildzauber brechen. Tippe L plus R an, wenn du die Aufforderung über den Kopf eines Gegners siehst. Revelio. Protego. Stufo. Incendio. Stufo. Stufo. Incendio. Protego! Stufe! Incendio! Und hier muss ich wahrscheinlich wieder die Rune aktivieren. Damit hier sich der Weg zeigt. Incendio.
Revelio. Ah, hier muss ich lang. Hier scheint es weiterzugehen, aber wohin? Fast geschafft. Uff. Ich sollte einen kühlen Kopf bewahren. Jetzt. Genau. Okay. Ja, stehe. Ist ja gar nicht so. Ja, aber ich bin halt dumm. Was kriegen wir da jetzt? Silberne Vier-Augen-Brille. Die Brillen, die können wir alle verkaufen. Da habe ich irgendwie nicht so Bock. Der düstere Wollschal. Also wieder Gegner. Incendio. Protego. Stufo. Stufo. Protego. Muss ich jetzt da lang? Nee, da muss ich lang. Es ist also doch ein Buch. Ist das wieder so ein Denkarium? Ja.
Sie wollten mich sehen? Schulleiterin Fitzgerald? Professor Rackham? Miss Isidora Morgannock. Willkommen. Professor Rookwood? Professor Bakar? Ich hörte, Sie gewöhnen sich langsam an das Leben in Hogwarts. Das stimmt. Das freut mich, wenn man bedenkt, wie ungewöhnlich es ist, in der 5. Klasse einzusteigen. Wie es der Zufall will, fing auch ich als Fünftklässler in Hogwarts an. Doch wir scheinen Einzelfälle zu sein. Miss Morgannock, gestern nach dem Unterricht befragten Sie mich nach all den wunderschönen Wirbeln, die Sie vor all den Jahren sahen, als wir Ihr Dorf besuchten. Ich habe Sie alle sofort erkannt. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Wir helfen doch gern. Und ja, ich habe Sie gesehen. Sie waren überall. Mein Vater meinte, ich hätte mir das nur eingebildet, aber Sie wirkten so echt auf mich. Das war keine Einbildung. Percival, Professor Rackham, kann Sie auch sehen. Bisher ist das der einzige bekannte Fall. Ich bin verwirrt. Was sind Sie? Geflüsterte Worte oder vielmehr Spuren, die beim Wirken von alter Magie erscheinen. Alte Magie? Kaum jemand ist ihrer mächtig. Hogwarts selbst ist eine Hochburg alter Magie. Wenn ich also Spuren alter Magie sehe, kann ich sie etwa auch beherrschen? Mit der richtigen Anleitung. Aber wir wollen nichts überstürzen, Miss Morgannock. Bevor ich Sie in dieser Magie unterweise, müssen Sie alles andere beherrschen, was Hogwarts bietet. In falschen Händen kann solche Magie großes Leid verursachen. Sie darf nur von Auserwählten genutzt werden. Daher müssen wir Sie bitten, niemandem zu erzählen, was Sie heute erfahren haben. Sebastian! In der verbotenen Abteilung! Schon wieder! Ich dachte, wir hätten diesen Unfug hinter uns! Nachsitzen reicht bei Ihnen offensichtlich nicht. Ich fürchte, ich muss den Schulleiter informieren. Und abgesehen davon teilte mir Peeves mit, dass Sie heute Abend nicht allein waren. Wenn Sie jemand genötigt hat, dann sagen Sie es mir. Sie sind doch klug. Vergeuden Sie das nicht. Da war keiner. Ich kam allein. Oh, Sebastian. Was wird nur Ihr Onkel sagen? Okay, krass. Also ich schätze mal, das war eine Rückblende. Also Dinge, die schon vor langer Zeit passiert sind. Der Rest wird sich wohl dann erst noch zeigen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Oh... Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird.
Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Rannoch überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können.